Cher Ami, Kriegsheldin, Abteilung Nachrichtendienst. Tauben spielen bei militärischen Einsätzen schon seit vielen Jahrhunderten eine wichtige Rolle. Kyros II. Kommunizierte mit ihrer Hilfe bereits im 6. Jahrhundert vor Christus mit den entlegenen Gebieten seines persischen Reiches. Und Julius Caesar nutzte sie während der Eroberung Galliens zum Versenden von Nachrichten. Im frühen 13. Jahrhundert setzte Genghis Khan, Herrscher des Mongolischen Reiches, auf Taubenpost, um Neuigkeiten von seinen Feldzügen in Asien und Osteuropa zu übermitteln. Und 1815 brachte angeblich eine Brieftaube, die Nathan Rothschild gehörte, die Botschaft von der Niederlage Napoleons in der Schlacht von Waterloo nach Hause. Was Rothschild in die Lage versetzte, bei der Investition in britischen Staatsanleihen anderen Händlern zuvorzukommen. Als Lebensretter erwiesen sich Tauben auch im eiskalten Winter 1970-71, während der 4,5-monatigen Belagerung von Paris durch die preußische Armee. Abgeschnitten vom Rest der Welt verschlimmerte sich die Lage in der besetzten Stadt so sehr, dass die hungernden Menschen sogar Haustiere und Ungeziefer aßen. Umso wichtiger war es, die Verbindung nach außen aufrechtzuerhalten. Nachdem es gelungen war, mit einem Gasballon Post aus der Hauptstadt zu schmuggeln, brachte man mit einem zweiten Gasballon, der Ville de Florence, drei Brieftauben auf den Weg und schuf so eine Zwei-Wege-Kommunikation. Allerdings kehrten von den im Verlauf der Belagerung über 400 ausgesandten Tauben nur 73 zurück. Zu Ehren der Vögel und der Ballonpiloten wurde im Januar 1906 an der Porte de Terne eine Metallstatue errichtet, geschaffen von Frederic Bartholdi, dem Schöpfer der Freiheitsstatue. Leider wurde sie im Zweiten Weltkrieg von deutschen Besatzungstruppen zur Munition eingeschmolzen. In seinem Buch Inside Paris During the Siege beschreibt Dennis Arthur Bingham die heldenhafte Verteidigung von Paris durch die Tauben, denen die Bewunderung der ganzen zivilisierten Welt gelte und die von allen Patrioten als heilig angesehen würden. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges waren Tauben bei militärischen Operationen auf allen Seiten eine feste Größe. Eine gute Brieftaube fliegt mehr als 90 Kilometer, um nach Hause zu kommen. Entscheidend aber ist, dass sie über die feindlichen Linien hinwegfliegen kann, also nicht durch sie hindurch muss. Tauben waren deshalb von unschätzbarem Wert bei den Kriegseinsätzen. Zwischen 1914 und 1918 bot die französische Armee mehr als 30.000 Brieftauben auf. Und wer ihren Flug behinderte, musste mit der Todesstrafe rechnen. Eine Taube namens Le Villon wurde sogar mit dem Ordre de la Nation ausgezeichnet, weil sie während der Schlacht von Verdun vielen Soldaten das Leben gerettet hatte. Eine amerikanische Militärtaube wiederum, Cher Ami, ein dunkel gehämmerter Täuberich, gehörte zu den 600 Vögeln, die die Amerikaner im Ersten Weltkrieg zur Nachrichtenüberbringung und Erkundung einsetzten. Er transportierte die Botschaften in einem winzigen metallenen Röhrchen, das in seinen Beinen befestigt war. Um das Gewicht möglichst gering zu halten, waren die Nachrichten meist sehr kurz. Cher Ami war ursprünglich von britischen Taubenzüchtern gespendet worden und überbrachte insgesamt 12 wichtige Mitteilungen. Die letzte und entscheidende rettete die Überlebenden aus Major Charles Whittlesey's verlorenem Bataillon der 27. Infanteriedivision. Das Bataillon war den Deutschen zahlenmäßig stark unterlegen. Zudem war die Munition ausgegangen. Im Laufe des Tages stieg die Zahl der Opfer unaufhörlich und die Soldaten bemerkten, dass sie nicht nur vom Feind, sondern auch von den eigenen Leuten beschossen wurden, die sie nicht erkannten. So forderten sie verzweifelt Hilfe an. Ihre erste an eine Taube gebundene Nachricht lautete: Viele Verwundete, wir kommen nicht raus. Aber der Vogel wurde abgeschossen, sobald er losgeflogen war. Mit einer zweiten Nachricht: Die Männer leiden, kann keine Unterstützung geschickt werden? Passierte dasselbe. Cher Ami
war die letzte Taube des Bataillons und also die letzte Hoffnung auf Rettung. Mit der Botschaft: Wir sind bei der Straße parallel zu 276.4. Unsere eigene Artillerie hat uns unter Beschuss. For heaven's sake, stop it. Flog er unter Dauerbeschuss los. Er wurde an der Brust getroffen und fiel zu Boden, hob aber wie durch ein Wunder wieder ab, schaffte es, 25 Meilen zu fliegen und das Röhrchen abzuliefern, das an seinem gebrochenen Bein hing. Sofort wurde eine Befreiungsaktion gestartet, um das verlorene Bataillon zurückzuholen. Und Militärärzte kümmerten sich um Cher Amis Bein und auch sein Auge, das durch den Angriff erblindet war. Cher Amis Tapferkeit war es zu verdanken, dass es 194 Soldaten sicher an die amerikanischen Linien zurückschafften. Er wurde für seinen heldenhaften Einsatz mit dem Croix de Guerre ausgezeichnet und kehrte in die Vereinigten Staaten zurück, wo man ihm ein hölzernes Bein verpasste. Als er 8 Monate später, 1919, starb, wurde sein Körper präpariert und ihm im National Museum of American History des Smithsonian Museums in Washington D.C. auszustellen. 1931 wurde Cher Ami in die Racing Pigeon Hall of Fame aufgenommen und erhielt vom amerikanischen Taubenzüchterverband in Anerkennung seines Kriegsdienstes eine Goldmedaille. Und 2019 bekam er bei einer Zeremonie auf dem Capitol Hill, Washington D.C., als einer der ersten die Tapferkeitsmedaille für Tiere in Krieg und Frieden. Die Geschichte hat noch eine Pointe. Erst als der Präparator die Taube aufhängte, stellte sich heraus, dass es sich bei Cher Ami um ein Weibchen handelte,